Bandai Namco. A Supermassive Games Production. The Dark Pictures Anthology. Und damit hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play, worauf ich monatelang jetzt gewartet habe. The Devil in Me. Ja, ich liebe einfach diese Spieleserie von den Dark Pictures. Und ja, habe es vor ein paar Monaten bestellt. Heute ist es endlich freigegeben worden. Vor knapp einer Stunde. Ich habe es schnell runtergeladen. Hatte dann ein bisschen technische Probleme, weil ich das mit der Grafikkarte nicht sofort aufnehmen konnte. Und hatte aber Glück, dass der Epi da war und mir helfen konnte. Ach, Schatz, ich liebe dich. Ja, und es, ich sag mal, lange Rede, kurzer Sinn, wir starten jetzt das Spiel, weil ich bin so aufgeregt, wie das Ganze sein wird. Und ja, wir starten es einfach mal. Ja, und wir müssen natürlich leider allein spielen. Und spielen eine neue Story. Denn sie sehen Wind und werden Sturm ernten. Hosea 8,7. Jede Entscheidung hat Konsequenzen. Manche Entscheidungen retten Leben. Andere sind tot. Das Riesenrad ist 81 Meter hoch, Jeff. Kannst du dir das vorstellen? Ich versuche es gerade. Man kann bestimmt meilenweit von oben sehen. Das sollte unsere oberste Priorität sein. Was immer dich glücklich macht. Du machst mich glücklich. Willst du etwa sagen, dass du mich nach einem ganzen Tag Ehe immer noch nicht satt hast? Ich werde dich nie satt haben. Ich werde dich dran erinnern, Liebling. Ich glaube, wir sind da. Ist das nicht grandios? Wie angepriesen. Sehr schön. Checken wir ein. Sind wir die Einzigen hier? Es gab diesen Morgen bestimmt einen großen Ansturm auf die Ausstellung. Versuch's nochmal. Das lässt ja nicht gerade darauf hoffen, dass der Service hier erste Sahne ist. Beruhigend, alle müssen irgendwo beschäftigt sein, begeistert, ja. Achso, mit dem muss ich ausruhen. Alle müssen irgendwo beschäftigt sein. So führt man doch kein Unternehmen. Wenn sie langsam sind, bedeutet das nur, dass sie alles perfekt machen wollen. Meine Mary findet immer den Silberstreif. Ich bitte um Entschuldigung. Oh. Für das Erschrecken und für das Warten. Meine Aufmerksamkeit wurde anderswo benötigt. Ab diesem Moment verspreche ich Ihnen nur noch Silberstreife. Willkommen im World's Fair Hotel. Bitte unterschreiben. Erstes Mal in Chicago? Ich wage eine Vermutung und sage, Sie sind wegen der Ausstellung hier.
Die Ausstellung, ja, aber nicht nur deswegen. Heute ist ein ganz besonderer Tag für uns. Ach, Flitterwochen. Ausgesprochen wunderbar. Vielleicht mag meine Frau, Mrs. Whitman, ja unterschreiben. Ja, heute beginnen unsere Flitterwochen. Also, ich muss ja aber ganz ehrlich sagen, die Grafik ist geil. Das scheint mir ein Upgrade, aber das Lächeln zu sein. Ist schon der Horror. Die Flitterwochen-Suite. Oh, ist die denn viel teurer? Keine Sorge. Sie kostet genau das Gleiche. Ein Geschenk des Hauses. Sie sind unsere ersten Frischvermählten. Wie großzügig. Vielen Dank, Mr. Holmes. Henry Howard Holmes. Sie haben ein reizendes Hotel, Mr. Holmes. Oh, vielen Dank. Ich habe den Großteil selbst entworfen und gebaut. Dann sind Sie Architekt? Architekt? Kreativer? Bauherr? Doktor? Künstler? Ich habe so einige Interessen. Beeindruckend. Bitte sehen Sie sich doch um. Toilettenartikel und Geschenke gibt es am Apothekenschalter. Ich bringe Ihr Gepäck auf Ihr Zimmer und sehe nach, ob alles in Ordnung ist. Schreiben Sie einfach auf, wenn Sie etwas kaufen möchten, und wir setzen es auf Ihre Rechnung. Vielen Dank, Mr. Holmes. Das ist sehr freundlich. Es ist mir ein Vergnügen. Also, was habe ich vergessen mitzunehmen? Gesichtspuder oder Bartlotion? Ach, wer will schon Gesichtspuder haben? Kann man die... Oh. Oh, Entschuldigung, Miss. Vorsicht! Mein Mann wird schnell sehr unwirsch bei Anzüglichkeiten. Hm, das muss ja ein ganz schlimmer sein. Wie läuft denn die Ehe? Wunderbar. Danke der Nachfrage. Gehen wir doch einfach hoch. Das Zimmer ist bestimmt fertig. Siehst du irgendwas Schönes da drüben beim Schmuck? Etwas Schickes? Würdest du wohl gern wissen. Also ich habe ja irgendwie das Gefühl, wir haben genau die falsche Wahl getroffen. Was wohl hier drin ist? Langsam glaube ich habe einen Adrenalin-Junkie geheiratet. Riesenräder, verbotene Zimmer. Suchen wir nach Nervenkitzel? Vielleicht. Nur ein unfertiges Zimmer. Siehst du, das hast du vom Nervenkitzel suchen. Wenn du versuchst, dich vor dem Riesenrad zu drücken. Ich kann dir nichts abschlagen. Warte. Was ist das? Nicht bewegen. Der war ja wohl drin. Verlaufen? Vielleicht falsch abgebogen. Dieses Zimmer wird renoviert, es ist nicht sicher. Natürlich. Wir... Sie haben wohl das Schild übersehen mit der Aufschrift Privat. Vermutlich.
Tut uns sehr leid. Sie wollen doch nicht etwa durch den Boden brechen und als Fallobst enden, oder? Nein. Nochmals. Tut uns sehr leid. Nicht doch. Ich bin nur um Ihre Sicherheit besorgt. Nicht, dass Sie sich wehtun. Hm? Liebe Frischvermählte, willkommen in der Flitterwochensuite. Hm? Danke vielmals, Mr. Holmes. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Wenn Sie mich entschuldigen, Arbeit wartet auf mich. Wir sehen uns ganz sicher bald wieder. Meine Güte, das würde ja einem König zur Ehre gereichen. Oder meiner Königin. Du Charmeur. Küss das. Wie überaus unschicklich von dir. Hey! Ah, Volltreffer! Du hast es so gewollt. Ach so, mit den Zielen, okay. Und benutze RT. Sollte ich etwa Angst haben? Wenn du klug bist. Gnade, Gnade! Okay, du hast gewonnen. Bist du etwa verletzt? Mein Stolz ist verletzt. Wie wär's mit einem Friedensangebot? Das könnte ein verräterischer Trick sein. Auf keinen Fall! Ich habe ein Geschenk für dich. Augen zu, dreh dich zum Spiegel. Wie schlau und romantisch. Wenn ich ein Kissen abbekomme, kriegst du einen auf die Rübe. Gibt es ein Problem? Nein. Öffne die Augen. Oh, Jeff, wie wunderschön. Ich liebe es. Gut. Der Sieg ist mein. Dann lasse ich dich jetzt baden. Die Tür klemmt. Vielleicht, wenn wir uns dagegen stemmen? Sesam, öffne dich! Danke. Wie wär's, wenn du dich rasierst, während ich kurz bade? Danach können wir uns arrangieren. Das klingt sehr französisch und auch ganz schön verboten. Rasieren. Ich glaube, ich habe mein Rasierzeug vergessen. Unten haben Sie bestimmt welches. Trödel nicht zu lange im Bad. Keine Sorge. Okay, richte dich im Hotel ein, finde ein Rasierset. Mann. War das jetzt unsere Tür? Nee, ne? Laufen können wir anscheinend auch nicht. Und es war klar, sobald ich etwas sagen muss, habe ich keine Stimme mehr. Es tut mir wirklich leid. Private, Moment, das... Nee, das ist das andere. Das ist nicht unseres. Kommen wir denn hier wieder runter? Das ist jetzt die große Frage. Aber zu den Zehen muss ich... Was? Ich hätte schwören können, dass das der Weg nach oben ist. Nach unten, meint er wohl. Zu den Zähnen muss ich ganz ehrlich sagen, also in der Tierwelt ist es ja so, wenn man die Zähne zeigt, wirkt man aggressiv.
Und irgendwie genauso kam das jetzt auch rüber. Was? Oh mein Gott. Marie! Ich hab doch gesagt, wir haben die falsche Wahl getroffen. Können Charaktere Objekte aus ihrem Inventar ausrüsten? Drücke nach oben zum Ausrüsten eines Objekts, okay? Ich finde es aber sehr, sehr schade, dass man nicht mehr so viele Sachen einstellen kann wie beim letzten Teil. Da konnte man ja den Streamer-Modus einstellen, den habe ich jetzt nicht mehr gefunden, leider. Dass man mit den Entscheidungen eben länger brauchen kann. Oder dass man Sachen ausstellen kann, dass man die gar nicht machen muss und so weiter. Das finde ich sehr, sehr schade, dass das leider nicht mehr drin ist. Weil das war ein richtiger Pluspunkt, den ich auch in meiner Bewertung mit angegeben hatte. Bist du das, Liebling? Jeff? Nein, es ist nicht seine Hose. Oh, spielen wir noch ein Spiel? Na gut, Mr. Hinterlistig. Das klappt nicht, Mr. Holmes. Hallo, Liebes. Was tut sie hier drin? Jeff! Ich glaube nicht, dass er sie hören kann. Aber ich bin noch nicht fertig. Shh. Nicht wehren. Dann tut es nur noch mehr weh. Oh, das zögert es doch nur hinaus. Was? Was haben Sie? Was haben Sie getan? Beruhigen Sie sich, Sir. Ihre Frau hatte wohl einen Unfall. Gibt es ein Problem, Sir? Ich würde in so einem Moment aufstehen wollen. Marie! Marie! Sie verschwenden ihre letzte Chance, ihm zu sagen, dass sie ihn lieben. Ein Platz für alles. Alles. An seinem Platz. Wow, sieh dir das an. Oh, wie wunderbar. Für dich nur das Beste, Liebling.
Mutter würde tot umfallen. Es ist so Verzeihung, opulent. Guter Mann, arbeiten Sie hier? Hallo. Willkommen im World's Fair Hotel. Oh, Sie sind da. Haben Sie lange gewartet? Willkommen in meiner Schatzkammer. Sie ist voller Geschichten, jede dunkel, unheimlich, erschreckend. Ich bin der Kurator. Es tut gut, Gesellschaft zu haben. Lange war ich ganz allein. Ich erinnere mich kaum daran, wo ich war, bevor ich diese Geschichten hütete. Und was sind Geschichten wert, wenn keiner sie erlebt? Diese Geschichte handelt von Künstlern und davon, wie weit sie für wahre Kunst gehen würden. Kunst kann viele Reaktionen hervorrufen. Entzücken, Inspiration, Begehren, ja. Aber auch Zweifel, Angst, Schrecken. Ihre Reaktionen und Ihre Entscheidungen beeinflussen die Geschichte. Verborgen in der Welt werden Sie Bilder finden. Diese geben Hinweise auf mögliche Folgen Ihrer Entscheidungen. Und manchmal haben scheinbar unwichtige Entscheidungen die gravierendsten Folgen. Sie sind verantwortlich dafür. Sie trifft die Schuld. Ich greife nicht ein. Ich darf es nicht, so sind die Regeln. Ich kann nur beobachten und Geschichten für die Nachwelt bewahren. Oh. Wissen Sie, was das ist? Sehr alte Münzen. Man nannte sie Oboloi. Toten wurde so ein Obolus in den Mund gelegt. Als Fairgeld. Halten Sie Ausschau. Mit etwas Glück finden Sie solche Münzen. Sie können sie bei mir eintauschen. Es lohnt sich also, nach ihnen zu suchen. Also dann wollen wir. Das Spiel hat begonnen. Ich beobachte Sie.